Moin moin! Diesmal geht es darum, wie man von einem Schaltplan zu einer fertigen Platine kommt. Als Platine verwende ich eine Standard-Euro-Platine, gibt es nahezu überall zu kaufen, wo es Elektronikbedarf gibt. Daher ist sie eine wunderbare Ausgangslage. Hier schauen wir uns erstmal die Schritte an, wie man von dem Schaltplan zu solch einer Platine mit Standardlöchern, also einer Euro-Platine, kommt. Auf der linken Seite sehen wir die Oberseite der Platine. Es sind nur die Löcher zu sehen. Es gibt keinerlei Kupfer, hier wird nichts miteinander verbunden. Auf der rechten Seite der Platine, dort sieht man die Unterseite und um jedes Loch, was auf der Oberseite ist, ist hier unten ein kleiner Kupferring und genau dort kann man löten. Schauen wir uns noch einmal den Schaltplan an. Ich habe ihn hier noch einmal gezeichnet in einem Programm, das es natürlich auch zu kaufen gibt, aber das Wunderbare, für kleinere, einfache Schaltungen bekommt man es umsonst. Das heißt, man kann es ganz legal herunterladen, installieren und benutzen. Wir haben hier dieselbe Schaltung wie beim letzten Mal. Es ist eine Blinkschaltung oder auch astabile Kippstufe genannt. Wer mehr dazu wissen möchte, hier ist der Link zu Wikipedia. Damit es ein halbwegs gleichmäßiges Blinken gibt, mit dem ihr etwas anfangen könnt, sind hier mal direkt die Werte eingesetzt. Und wie das mit diesen Werten zum Schluss dann noch aussieht, das gegen Ende vom Video. Der große Vorteil dieser Software ist, man kann nicht nur Schaltpläne zeichnen, sondern man kann auch noch Platinen designen. Wenn man jetzt hier auf den Platineneditor drauf geht, dann sieht man erstmal jede Menge Chaos. Dieses Chaos müssen wir erstmal beseitigen und schieben dazu alle Elemente in den Bereich der Platine. Jetzt kann man das Ganze sich noch etwas näher ranzoomen und schon sieht man die Bauteile deutlich besser. Damit das Ganze jetzt ein kleines bisschen ordentlicher wird, habe ich hier jetzt schon mal die Elemente so positioniert, ganz grob zumindest, wie sie auch im Schaltplan drin sind. Das muss man nicht so machen, hier in diesem Fall hilft es aber einfach beim Verständnis. Und eine weitere nette Funktion der Software ist, man kann die Verbindungslinien, hier in Gelb ja dargestellt, immer wieder korrigieren lassen auf den aktuellen Stand. So wie man die Bauteile positioniert hat, sucht die Software den kürzesten Weg. Die Veränderung ist entsprechend nicht sonderlich groß, hilft aber beim Aufräumen. Ordnet man jetzt die Elemente noch ein wenig schöner an, sieht man, dass dort schon deutlich mehr Ordnung drin ist. Da wir hier nur eine einseitige Platine haben, sind solche Überschneidungen, wie sie zwischen den Kondensatoren und den Transistoren sind, also genau in der Mitte, hier, nicht erwünscht, weil Leiterbahnen können sich nicht einfach kreuzen. Das kann man einem Schaltplan zulassen, weil der Mensch das entsprechend erkennen kann, aber hier auf einem Schaltplan wollen wir das nach Möglichkeit nicht. Ansonsten müsste man eine Brücke setzen, das heißt ein Draht, der oben auf der Oberseite auf eine andere Seite springt. Schiebt man jetzt die Bauteile so dicht zusammen, wie es möglich ist und verbindet diese mit einer tatsächlichen Platinenbahn, jetzt hier in Blau dargestellt, sehen wir, dass alles miteinander verbindbar ist, außer einer einzigen Strecke. Hierbei kann man dann schließlich sagen, kein Problem, ich ziehe eine Drahtbrücke. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit. Und zwar hier habe ich jetzt die Widerstände oben einfach ein Stückchen nach unten gezogen, damit wir eine einheitliche gerade Linie haben. Und da zwischen den Widerständen genügend Platz ist, können wir hier die Leiterbahn einfach durchziehen und unten mit dem Transistor verbinden. Wem diese Arbeit zu kompliziert ist, ich habe alle Linien, also alle Verbindungslinien, die blauen, noch einmal weggenommen und habe der Software gesagt, bitte automatisch verbinden. Das hier ist das Ergebnis. Wie man sehen kann, ist es ähnlich gelöst. Es werden hier auch die Widerstände benutzt, allerdings sind jetzt hier die Widerstände in der Position, wo ich sie vorher positioniert habe. Ob man es schön findet oder nicht, das sei jedem selbst überlassen. Schauen wir uns den Plan so nach eigener Kreation noch einmal an, jetzt in groß. Dann sehen wir hier, es sind die Widerstandswerte und die Widerstandsnamen und allem drum dran ist da drauf. Das benötigen wir jetzt nicht, können wir ausblenden, einfach den Layer wegnehmen und zack, sehen wir unseren wunderschönen Schaltplan. Da dieser jetzt noch auf eine Euro-Platine drauf kommen soll, müssen wir hier noch ein klein wenig in Anführungsstrichen basteln. Würde man sich eine Platine ätzen wollen oder ätzen lassen, könnte man quasi dieses Ergebnis bereits verwenden. Die Lochrasterplatine hat allerdings einen festen Lochabstand und dementsprechend müssen wir das Ganze anpassen. Kondensatoren und Widerstände sind so biegbar von den Beinchen, dass das wunderbar dazwischen passt.
Bei den Transistoren hingegen haben wir diese Dreierkonstellation der Beinchen, die ist so, wie hier dargestellt, nicht nutzbar. In diesem Bild sieht man auch relativ deutlich warum. Man hat immer die Löcher in der Mitte von solch einem Kästchen. Das funktioniert nahezu überall. Unten der Masseanschluss nicht ganz und wie gesagt die zwei Transistoren nicht. Das Ganze muss man natürlich jetzt nicht jedes Mal so wie jetzt hier dargestellt umsetzen. Es ist nur für euer Verständnis. Entsprechend habe ich ein Malprogramm genommen und habe die Transistoren ein klein wenig auseinandergezogen, was man ja auch mit den Beinchen durchaus tun kann. Diese biegt man dann einfach entsprechend passend. Und wie man sehen kann, jetzt passt alles in das Raster einer normalen Europlatine herein. Wie man jetzt von diesem Bild zur Platine kommt, das schauen wir uns jetzt an. Kommen wir jetzt zum Aufbau der Schaltung. Ich habe hier ein kleines Stück Restplatine gefunden. Es ist groß genug, um unsere Schaltung unterzukriegen und es hat bereits schon ein Loch zum Befestigen. Es ist nicht gerade an der idealen Stelle das Loch, aber es soll nur verdeutlichen, dass man auf so etwas achten sollte. Die Platine muss groß genug sein, dass man solche Befestigungslöcher auch noch integrieren kann. Oder wenn es in ein Gehäuse kommt, dass die Platine so groß ist, dass es auch in das Gehäuse reinpasst. Auf der linken Seite haben wir wieder die Platinenoberseite, auf der rechten Seite die Platinenunterseite. Je nachdem, wie ordentlich man arbeiten möchte, kann man natürlich auch noch die Ränder ordentlich feilen. Auf jeden Fall sollte man darauf achten, dass keine Kupferspäne absteht, denn die könnte sich später mal lösen und irgendwo in der Schaltung ungewollt eine Kontaktierung durchführen. Dies könnte entweder zu einem Fehlverhalten führen oder sogar die Schaltung zerstören oder noch mehr Schaden anrichten, je nachdem, wie alles aufgebaut ist. Ich fange immer sehr gerne mit den Widerständen an. Sie sind flach und man kann sie sehr gut als Leiterbahnersatz benutzen, denn sie haben sehr lange Beinchen. Da ich diese jetzt schon mehrfach auf dem Steckbrett eingesetzt habe, sehen die Beinchen auch schon etwas durchgenudelt aus. Ist aber nicht schlimm. Für diesen Zweck hier sind sie noch wunderbar benutzbar. Wenn wir uns die Platinenunterseite jetzt einmal anschauen, da sehen wir, dass zwei der Beinchen bereits abgeschnitten sind. Alle anderen sind noch auf ihrer Originallänge, aber alle sind so umgebogen, dass sie momentan erstmal nicht stören. Und sie sitzen schon an der Position, wo sie später mal auch bleiben werden. Es ist jetzt nicht unbedingt lochgenau im Verhältnis zu dem, wie ich es vorher auf dem Bild mit dem Raster gezeigt habe, aber es geht ja nur darum zu verstehen, wie der Gesamtaufbau durchgeführt werden kann. Bei der Platinenplanung zum Beispiel waren die Kondensatoren noch größer als die, die ich jetzt tatsächlich einsetze und die Widerstände benutze ich jetzt hier in einem Lochabstand von 4 Löchern. Im Schaltplan, also in dem Platinenentwurf, waren sie mit nur 3 Löchern Abstand geplant. Warum mache ich das so? Nicht um euch zu verwirren, sondern einfach nur um zu zeigen, dass man oft in der Realität anders davor gehen muss, als man tatsächlich in der Planung vorgesehen hatte. Die zwei abgeschnittenen Beinchen hier sind deswegen abgeschnitten, weil durch die Löcher, wo die Abschnittkante ist, die LED angeschlossen werden soll. Jetzt können wir uns den Kondensatoren widmen. Diese kommen an die dafür vorgesehene Position, jeweils unterhalb der zwei Widerstände. Und auch hier auf der Platinenrückseite zu sehen, die Beinchen sind einfach erstmal weggebogen. Das Wegbiegen hat den weiteren Vorteil, dass die Bauelemente oben fixiert sind. Da jetzt schon zu erkennen ist, dass die Widerstände nicht länger sein müssen als diese eine Überbrückung zum nächsten Loch, habe ich sie bereits gekürzt. Jetzt sind nur noch die Beinchen der Kondensatoren zu sehen. Um das Ganze nicht allzu langweilig zu gestalten, habe ich bereits jetzt die Transistoren untergebracht, auch passend gebogen. Und wie man jetzt sehen kann, die Bauelemente mit einem langen Beinchen, wie zum Beispiel bei den Widerständen, zumindest bei dem einen Widerstand, konnte ich jetzt hier wunderbar bis unten hinführen. Das ist zum Beispiel die Pluspolseite. Beim Biegen sollte man darauf achten, dass die Anschlussbeinchen so gebogen sind, dass sie kein anderes Nachbarfeld berühren. Also immer nur dort lang gehen, wo sie später einmal auch lang laufen sollen. Weil untereinander sollen sie natürlich die einzelnen Leiterbahnen über die Kupferringe nur dort miteinander berühren, wo sie auch verlötet werden. Abgeschnittene Anschlussbeinchen kann man wunderbar benutzen, wie zum Beispiel hier, um ein noch zu verbindendes Stück miteinander zu verbinden. Man könnte natürlich auch mit sehr, sehr viel Lötzinn jeden einzelnen kleinen Lötpunkt hier miteinander verbinden. Das wird aber dazu führen, dass man jede Menge Lötzinn braucht und das ist meiner Meinung nach einfach eine Ressourcenverschwendung. Mit wie wenig Lötzinn man auskommt, wenn man das so macht, sieht man hier auf diesem Bild. Bis auf die LEDs sind jetzt alle Bauelemente untergebracht und alle Verbindungen sind
bis unten auf den Minuspol. Die untere Linie, die muss auch noch verbunden werden. Da wir hier nicht direkt die LEDs auf die Platine bringen wollen, beziehungsweise ich möchte es nicht, weil die Platine soll irgendwo unter der Anlage untergebracht werden, wird hier einfach anstelle der LED ein Kabel angelötet und an dieses Kabel kann man eine LED anlöten. Gleichzeitig habe ich auch noch ein Stromversorgungskabel mit angelötet und unten die noch fehlende Masseverbindung einmal miteinander verbunden. Es schaut jetzt nicht wirklich schön aus im Verhältnis dazu, wenn man eine industriell gefertigte Platine benutzt mit Lötstopplacken, allem drum und dran. Aber es soll ja hier gezeigt werden, dass man es auch mit relativ einfachen Mitteln hinkriegt, solch eine Schaltung auf eine Platine zu kriegen. Wenn man sich jetzt die Oberseite der Platine anschaut, so sieht das Ganze schon deutlich ordentlicher aus. Wer jetzt direkt Strom anschließen möchte, nein, bitte nicht. Erst sollten wir genau kontrollieren, ob tatsächlich beim Löten nirgendwo eine Verbindung aus Versehen entstanden ist, wo keine Verbindung bestehen sollte. Die Prüfung ist besonders einfach, wenn man das Durchleuchtverfahren anwendet und die Platine von der Oberseite aus leuchtet und dann von unten drauf schaut. Sieht in etwa dann so aus. Hier sind wunderbar die isolierenden Freiräume zu erkennen. Manchmal entsteht beim Löten einfach ein bisschen Dreck. Der leitet nicht zwangsläufig, aber sowas kratzt sich dann in der Regel immer weg. Hier zum Beispiel wäre ein schönes Beispiel. Einfach mit einem kleinen Schraubenzieher, einer Nadelspitze sowas wegkratzen. Und auch dann ist so eine Stelle schön sauber isoliert. Jetzt, wo man sich davon überzeugt hat, dass nirgendwo eine ungewollt Verbindung entstanden ist, jetzt können wir Strom draufgeben und uns das Ergebnis anschauen. Abgesehen davon, dass ich die Kamera nicht ruhig halten kann, finde ich, ist das Ergebnis hervorragend. Wer sich fragt, was das für ein Block ist, wo die LEDs dran sind, das ist lediglich eine Verbindungsklemme, damit ich das Kabel und die LED nicht miteinander verlöten muss. Das Verlöten von Kabel und LED ist der allerletzte Schritt bei mir. Das heißt, es muss unter der Anlage schön verbaut sein und alle Kabel müssen entsprechend durch jede notwendige Öffnung durchgezogen worden sein. So, und da haben wir sie. Eine wunderschöne Blinkschaltung. So, das war's mit diesem Thema. Jetzt noch die üblichen Worte. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mir in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Ansonsten viel Spaß beim Hobby. Lasst euch nicht kleinkriegen, wenn etwas nicht funktioniert. Geht's irgendwann nochmal in Ruhe an und macht's ordentlich. Viel Spaß!